Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret. Wir sind heute im Tegel und zwar mit dem Koordinierungsausschuss Tegel unterwegs. Das ist der Ausschuss, der darüber entscheidet, wo hier investiert werden muss, um die vielen Passagiere abfertigen zu können. Wir haben bereits im Terminal A sanierte Toiletten gesehen. Jetzt hier im Terminal D geht es um das Gepäck und um die Sicherheit. Ja, ich wollte hier gerade noch mal kurz unseren kleinen Spaziergang unterbrechen. Wenn wir hier sind, sehen wir gerade eine Abfertigungssituation. Sie sehen den Herrn hier in der roten Jacke. Das sind Mitarbeiter und eine Kollegin dahinter ist auch noch mit einer solchen roten Jacke, Tegel vorne und hinten gebrandet. Das sind Mitarbeiter, die wir einsetzen, um die Passagiersteuerung zu verbessern, um wirklich zeitnah, ohne dass man sich großartig irgendwo eine zentrale Information suchen muss oder durch die Gegend läuft, ohne dass man eine dringende Frage schnell beantwortet bekommt. Hier findet man vor Ort immer in jedem Terminalbereich einen Ansprechpartner, der einem sagen kann, wo muss ich hin, wo geht der Abflug, welche Unregelmäßigkeiten liegen vor oder. Seit wann sind Mitarbeiter eingesetzt? Seit etwa 2 Jahren. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir damit begonnen und wir haben es in der letzten Zeit sukzessive immer weiter hochgefahren. Im Augenblick haben wir pro Schicht 12 bis 13 Mitarbeiter, die nur in roten Jacken direkt im Kundenbereich, also im Terminalbereich, im Bereich des Check-ins, im Bereich der Gates unterwegs sind, um ihre Dienstleistung anzubieten. Und die bleiben auch? Die bleiben auch, natürlich, na klar. Ja, und die gucken dann eben auch mal, wenn jetzt hier so eine Schlange entsteht, die droht nach außen zu gehen, wie kann man das noch beeinflussen und ähnliches. Also ja, dass eben wirklich konkret auf die Situation vor Ort eingegangen werden muss, ohne dass jetzt hier der Flugleiter oder sonst wer da erstmal informiert werden muss. Und dann die machen das dann hier mit den Mitteln, die sie haben, um einfach den Durchlauf zu ermöglichen. Gehen wir weiter zur Röntgenanlage. Im Terminal D haben wir im Frühjahr die zentrale Gepäckröntgenanlage, das ist ein 3-stufiges Gepäckröntgensystem, ausgebaut und eine neue, komplett neue Anlage nach neuesten EU-Standards eingebaut. Zusammen mit dieser neuen Röntgenanlage, wir nennen sie MRKA, ist auch ein zusätzliches Gepäckausgabeband installiert worden. Die zuführenden Gepäckanlagen sind auch überholt worden und instand gesetzt worden, sodass wir im Grunde hier im Terminal D eine Gepäckanlage haben, die, wenn wir uns das Herz angucken, funkelnagelneu ist und einen komplett überholten Bandlauf hat, von der Aufgabe des Gepäcks bis hin zur Ausgabe des Gepäcks bei Inbound-Verkehren. Und das lohnt sich für 1,5 Jahre? Das lohnt sich und es war aber auch nötig. Das heißt, wir waren hier an einem Punkt angekommen, wo die alte Röntgenanlage einen technologischen Lebenszyklus oder das Lebenszyklusende erreicht hat. Deswegen mussten wir reagieren. Wir hätten vielleicht noch 1/2 Jahr verlängern können. Aber wir haben gesagt, so im Hinblick darauf, dass wir sicherlich noch ein gutes Jahr hier im Betrieb sein werden, werden wir eine neue Gepäckanlage installieren und ein neues Röntgensystem installieren. Das haben wir getan, zusammen mit den Partnern der Bundespolizei und dem Beschaffungsamt des Bundes ist installiert und hat auch ein wenig Geld gekostet. Also auch das Thema, ich würde mal schätzen, 1,5 Millionen. Und wer kontrolliert das? Sitzt da jemand am Tisch? Das sind die Mitarbeiter der Securitas, das ist ein Handlingsagent der Bundespolizei, der beauftragt ist mit der Fluggastkontrolle. Das sind die netten Damen und Herren, die hier die Fluggastkontrolle machen. Die sitzen aber auch im Keller an den Monitoren und werten die Bilder der Röntgenanlage aus. Und wenn die sagen, das Bild, was ich vor mir habe, dieser funkelnagelneuen Röntgenanlage ist okay, da finde ich nichts Verdächtiges, drücken die auf den grünen Knopf und das Gepäckstück wird zur Verladung freigegeben. Wenn die sagen, weiß ich nicht, gefällt mir nicht, dann wird es zurückgefahren, man dreht es um 90 Grad, fährt es nochmal durch die Anlage. Ist es dann okay, wird es freigegeben, sagen sie immer noch, gefällt mir nicht so richtig, dann wird es aus dem Kreislauf rausgenommen, wird über einen Vertikalförderer hier nach oben gebracht und dort mit dem Fluggast zusammengeführt. Das heißt, der Fluggast muss in Anwesenheit von Flughafenmitarbeitern, Securitas-Mitarbeitern den Koffer öffnen, dann wird angeschaut, was hat da die Irritation ausgelöst. Möglicherweise war es nur eine Kinderknetmasse. Und dann wird alles eingepackt und der Koffer wird wieder aufgegeben und verladen. Das heißt, diese neue Anlage war auch nötig, um die Sicherheitsstandards zu erfüllen? Die,
um das gleich ganz klar zu sagen, die alte Anlage erfüllte die gleichen Sicherheitsstandards, war aber technologisch am Ende ihres Lebenszykluses und hätte noch ein halbes Jahr verlängert werden können. Wir haben uns aber gleich für eine nagelneue Anlage entschieden, die jetzt über die neueste Technologie und die neuesten Standards verfügt und alle europäischen Anforderungen erfüllt. Das heißt, Tegel hatte zu keinem Moment ein Sicherheitsproblem? Nein, absolut nicht. Das würde uns, selbst wenn wir das, Gott bewahre, was wir nicht tun wollen, selbst wenn das unser Ansinnen gewesen wäre, so ein bisschen zu mauscheln, die Bundespolizei, hier bei uns ein sehr wichtiger Partner am Flughafen, mit dem wir sehr gerne und sehr eng zusammenarbeiten, hätte uns da innerhalb von wenigen Minuten den Bereich stillgelegt, wo das so stattgefunden hätte. Ja. Was passiert denn mit diesen funkelnagelneuen Techniken, wenn der Flughafen stillgelegt wird? Verkaufen Sie das dann bei eBay? Oder? Ich glaube, die Verwendung bei eBay ist sehr überschaubar für solche Anlagen und ich glaube auch nicht. Ich vermute mal, dass diese Anlagen, die dann noch einen Lebenszyklus haben, dass wir einen Teil der Anlagen können wir in den BER übernehmen. Es gibt ja auch Anlagen, die wir aus dem BER beispielsweise hierher geholt haben, um sie hier interimistisch zu nutzen. Und die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die technologisch aber noch verwandt werden können, die wird die möglicherweise das Bundesamt oder die Bundespolizei an anderen Flughafenstandorten in Deutschland anbieten oder einsetzen können. Ja. Also eine funktionierende, hochwertige Röntgenanlage steht in Deutschland nicht irgendwo im Keller rum und wird nicht genutzt. Dafür gibt es immer Bedarf. Nochmal eine Frage zu Schönefeld, Herr Kleinert. Dort werden ja einreisende Fluggäste von ziemlich kruden Toiletten erwartet. Werden da auch Toiletten saniert? Was wird da gemacht? Das im Augenblick nicht. Nein. Möglicherweise im nächsten Jahr, aber darüber ist noch nicht entschieden. Ja. Es ist auch nicht absehbar, dass Schönefeld doch Tegel noch mehr entlasten kann. Die Flughafengesellschaften sind nach wie vor, oder die Fluggesellschaften sind nach wie vor nicht bereit, von Tegel nach Schönefeld zu ziehen. Das ist der Stand, den ich auch habe, ja. Also wir können den Verkehr in Berlin nicht regulieren. Wir können nicht jemanden rüberzwingen von hier nach da oder von da nach da. Wir haben unterschiedliche Entgeltordnungen. In Schönefeld zu fliegen ist doch eine ganze Ecke preiswerter als in Tegel. Aber die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Tegel eben über die große ungebrochene Attraktivität verfügt. Und da sehe ich im Moment keinen Gegentrend, nein. Haben Sie Sorge vor dem Winter? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, dass wir diesen Winter schon besser aufgestellt sind als im letzten Winter. Fragen, wie viel, was hier investieren und was hier sanieren, auf wie viele Jahre richten Sie sich denn jetzt hier ein? Wir, mit dem, was wir hier gemacht haben, haben wir sicherlich mal auf die nächsten 2 Jahre eine Betriebssicherheit gewährleistet. Wenn ich auf das Thema Runway gehe oder mal dahin schaue, das Runway-System, das Start-Landebahn-System eines Flughafens ist immer das Herzstück jedes Flughafens und mit der Sanierung der beiden Bahnen sind wir wirklich die nächsten Jahre hier safe. Da muss für die Restlaufzeit Tegel nichts mehr gemacht werden.